So, da sind wir wieder. Wie zu merken ist, auf dem PTU 3.18 sieht man hier an der schönen Walscher, die doch, die auf dem Fahrwerk steht. Sah ein bisschen komisch aus gerade. Ich habe mich in folgende Schale geschmissen hier. In meinen hübschen, dicken, fetten, wie heißt das? Michelin-Anzug, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Hab mir auch einen Traktorstrahl links an der Hüfte hängt da rangepackt und hab auch hier im Inventar einiges an Zeug. Da haben wir so ein paar Aufsätze und auch so ein paar Kanister für das Salvaging-Tool. Und damit machen wir jetzt die zweite Runde Experimente in Sachen Salvaging. Seit der letzten Aufnahme sind einige Hotfixes ins Land gegangen. Ich glaube, noch drei Stück, um genau zu sein. Und da ist auch einiges besser geworden. Einmal wurde die Serverstabilität verbessert. Wir hatten eine Menge 30k in der letzten Zeit. Es wurden einige Bugs rausgepatcht, wie zum Beispiel, warte mal, wo ist denn hier da? Wie zum Beispiel die Sitzanimation für die Walscher. Dafür sind ein paar neue Bugs dazugekommen. Aufzüge funktionieren nicht ganz so toll. Jetzt müsste die wieder richtig klappen. Ja, die Sitzanimation für die Walscher klappt jetzt. Jetzt setzt man sich auch hin. Man ploppt nicht einfach so in den Sitz rein. Und eventuell wurde auch das Salvaging etwas entbuggt. Da gab es noch einige Problemchen mit dem Handtool. Das zeige ich euch aber gleich. Beziehungsweise ich hoffe, ich zeige euch die Bugs nicht. Mal gucken. So, das funktioniert auch. Wir wollen Weapon Systems locked. Ja, das ist normal. Ich bin ja hier im Hangar. So, jetzt bitte mal einmal starten. Sehr gut. Wie einige Leute angemerkt haben, das PTU war zu Beginn, als es rauskam, für alle eher so im Zustand des Evocati, also der Evocati-Qualität als einem normalen PTU. Also einige Leute haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich hatte offenbar Glück mit meiner ersten Aufnahme. Aber so ganz langsam, hoffe ich, wird die Sache. Ist frei? Ja, es ist frei. Okay, rauf damit. So. Ab nach oben. Mein Gutes da. Oh, was ist denn das da hinten? Ist das die Sonne gewesen? Ich würde sagen, das ist die Sonne, ja. So. Fahrwerk können wir natürlich einfahren. Ja, und ich muss sagen, trotz aller anfänglichen Instabilitäten, trotz des desolaten Zustandes, von dem ihr in meiner Aufnahme nicht viel gemerkt habt, trotz der vielen 30k und etc. pp., ist 3.18 meiner Meinung nach bis jetzt, was ich sogar erlebt habe, kann ich euch sagen, ein riesiger Meilenschritt in die richtige Richtung. Das fängt bei vielen kleinen Sachen an, die gar nicht so klein sind, aber die vielleicht am Anfang gar nicht so auffallen. Einmal das Cargo Refactoring in seiner allerersten Variante, das werdet ihr gleich sehen, ich hoffe, ich kann euch das zeigen, dass man jetzt wirklich Cargo-Kisten in seinem Schiff herum manövrieren kann und auf die entsprechenden Magnetplätze drauf snappen kann. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ich werde euch das zeigen. Einmal fängt es damit an, man kann sie, glaube ich, auch übereinander stapeln, das werden wir auch ausprobieren. Das ist eine Sache, mit dem Handtraktorstrahl natürlich, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist der viel umschriebene Soft Death, also der, wie soll man es ausdrücken, der weiche Tod. Man ist jetzt also in der Lage, ich glaube, es war kein Bug, aber man ist in der Lage, sein Raumschiff komplett zu demolieren, auseinanderzunehmen, kaputt zu machen, und man überlebt es trotzdem. Also bisher war es ja so, dass wenn man das Raumschiff zerlegt hat, indem man, was weiß ich, irgendwo gegengeflogen ist oder zerschossen wurde, dann war man tot. Also wenn man da im Raumschiff gewesen war, war man tot, weil man war Teil des Raumschiffs, und wenn das Raumschiff kaputt war, war man tot. Punkt. Aus. Ende. Da gab es nichts dran zu rütteln, da gab es auch nichts zu machen. Da konnte man auch nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder sich in eine Hocke begeben oder sonst irgendwas. Man war einfach tot. Und mittlerweile ist es so, zumindest bei der Walscher habe ich es schon zwei, dreimal erlebt, wenn dann das Raumschiff in die Luft fliegt, also komplett kaputt ist, kann man es überleben. Das heißt, man ist dennoch in der Lage, dann aus dem Wrack rauszukrabbeln und zu sagen, hö, ich habe es überlebt. Vielleicht zeige ich euch das auch noch heute. Also der Soft Death ist drin, das Cargo Refactoring in der ersten Variante, das Salvaging habt ihr auch schon gesehen, werde ich euch heute noch ein bisschen mehr zeigen. Also das sind riesige, ich weiß nicht, ob einem das bewusst ist, ob euch das bewusst ist. Ich muss mir das auch immer wieder, das sind riesige Schritte in Sachen Star Citizen. Nicht nur, dass es neue Game Loops offenbart, sondern das ist halt auch, ja,
Also allein das Cargo hin und her schieben, was ja vorher nicht ging. Vorher waren das teils immaterielle Gegenstände. Ja? Wenn man eine C2 vollgeladen hat, dann konnte man durch die Ladung durchlaufen. Das waren immateriell, das war einfach nur eine Grafik, das war ein JPEG. Mittlerweile sind das offenbar richtige Kanister. So, jetzt hör auf zu faseln. Werde ich euch aber alles noch zeigen. So, wir begeben uns zu irgendeinem Lagrange-Punkt. Wo bin ich überhaupt da? Nehmen wir denn hier Lagrange 2? So, ne? So, wär doch gut, oder? So. So. Komm, mein Gutester. Also, das sind wahnsinnige Schritte und man muss sich auch gleichzeitig noch vor Augen führen, was das für irrsinnige Änderungen an der Spielengine eigentlich voraussetzt. Ja, man muss ja zum Beispiel, ich bleib mal beim Cargo Refactoring, man muss ja dem Spiel beibringen, hallo, die Cargo ist nicht momentan nicht mehr nur eine Zahl in irgendeinem Menü, sondern du hast das Ding wirklich voll Ladung. Ja, du hast Ladung, die, wenn das Schiff zerstört wird, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das werden wir auch noch ausprobieren, die, wenn das Schiff zerstört wird, die dann auch rausfliegt. Und zwar alle. Bei der C2, wir müssten mal eine C2 vollladen und dann mal gucken, wie es funktioniert. Ja, würde ich gerne machen. So, werden wir auch ausprobieren. Hin und wieder fehlen hier noch die Quantum-Effekte, also die Soundeffekte, keine Ahnung, wo die hin sind, aber mein Gott, das ist Meckern auf hohem Niveau. Jetzt ruckelt es ein bisschen gerade, okay, hat sich wieder gefangen. Na, hörst du auf zu ruckeln? Ist gut jetzt. Und das muss man dem Spieler erstmal beibringen. Und die Tatsache, dass man dieses Cargo in der Gegend herumschieben kann und aus dem Schiff rausschmeißen kann und wieder reinpacken kann und an verschiedene Orte im Laderaum packen kann, das sind ja alles so Sachen, das muss ja erstmal implementiert werden. Das war vorher nicht drin. Vorher war da eine Zahl und dann war da was drin im Schiff. Manchmal noch nicht mal physisch dargestellt, sondern das war einfach nur eine Zahl und die Ladung wurde gar nicht dargestellt. Ne? Also je nach Bug. Und das haben sie jetzt halt geändert. Und das ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, wohlgemerkt. Und die Tatsache, dass man jetzt nicht mehr mit seinem Schiff verbunden ist, was die Existenz betrifft, Stichwort Softdesk, sondern dass man dann quasi überleben kann, wenn sein Schiff über den Jordan geht. Der nächste große Punkt. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob man alles überlebt, ob man einen Torpedoeinschlag überlebt, ob man dies und das überlebt. Aber das sind alles so Sachen, daran kann man noch feilen. Ich weiß auf jeden Fall, dass man überleben kann. Habe ich selber schon erlebt. Das können wir dann hier am Ende der Aufnahme mal ausprobieren. Jetzt muss ich erstmal hier warten, bis mein Dings weg ist hier. Ist das auch richtig? Bin mir noch nicht sicher. Ich flieg mal dahin. Du flieg mal. Warte mal, ich muss mal kurz. Dann machen wir es mal anders. Er hatte offenbar gerade ein paar Probleme mit da, wo wir hin. So. Zack. Und jetzt besser. Ja, viel besser. Jetzt legt er los. Feiner. Wie gesagt, wir haben noch einige Bugs im PTU und der PTU wird auch noch eine ganze Weile bleiben. Ich rechne mal nicht mit diesem Jahr mit der 3.18, sondern vielleicht eher im nächsten Jahr irgendwann. CIG geht ja auch irgendwann in die Weihnachtsferien. So, da haben wir schon das erste Wrack. Fängt ja gut an. Sehr schön. Wo ist es denn? Eben war es da. Ich habe es eben gerade gesehen. Da, warte mal. Oder bremst mal ab, Freundchen. So, da ist schon das erste Wrack. Mehr als ein Wrack wollen wir ja gar nicht. Vielleicht mal nicht drauf zielen, damit wir nicht dagegen klatschen. Ich sehe es da zwar, aber ich sehe die Markierung, aber ich sehe noch kein physisches Objekt. Nee, ich sehe da noch nichts, oder? Doch, jetzt, oder? Nee, doch. Es ist nur ein Symbol. Ja, jetzt doch, oder A. So. Kommt da jetzt bald mal ein physisches Objekt? Ich sehe da noch nichts. Da unten links ist ein Fahrzeug. Ich hoffe, keins, was mich zerstört. Ach, guck mal, die werden jetzt auch mit weißen Pfeilen angezeigt. Wurden sie vorher nicht. Interessant. Okay, finde ich cool. Was ist das für ein...
Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Objekt. Irgendeine Form von Objekt. Okay, alles cool. Gucken, was es ist. Muss was Großes sein, so wie ich mich der Sache jetzt nähere. Oder? Ich habe bis jetzt nur C2s gesehen. Keine Ahnung, was das für eins ist. Was ist denn das daneben? Ach, das daneben ist ein anderes. Ach, das ist ein Spieler. Es ist meins. Es ist meins. Der baut das auch ab. Ich meine, wir könnten ja. Wir können uns ja. Müssen wir uns jetzt darum streiten? Warte mal, wir fliegen mal zu einem anderen. Wir fliegen mal zu einem anderen. Wir müssen uns ja nicht hier. Wir müssen uns ja nicht um das Ding streiten. Fliegen wir mal da hinten hin. Nachher, Leute neigen ja dazu, dann zickig zu werden. Das ist meins, obwohl das ja quasi nur ein PTU ist, ist vollkommen egal. So, wir nehmen mal eins von den beiden, entweder das linke oder das rechte. Sind die Leute hier schon am Abbauen? Fängt er an, mich abzuknallen? Geht der hier, ne? Piu, piu, piu. No, flieh mal, mein Junge. Ene mene Miste. Sag mal, wie weit ist das weg? Bewege ich mich? Wirkt nicht so. Gut, ich fliege aber auch nur 400. Da doch, ich bewege mich irgendwie. Irgendwie bewegen sich da die Teile, alles gut. Ich finde das interessant, was das für eine Reichweite hat, die Scanner. Also, dass ich die Wracks so weit sehe. Wann sind wir denn endlich da? Welches nehmen wir zuerst? Nehmen wir das da. Da wird mir zwar was angezeigt, aber. Da, jetzt kommen wir der Sache näher. Okay. Ist da was? Ja, irgendwas ist da. Ja, ich sehe es, okay. Das ist eine, ist das eine, das ist eine 890, oder? Wo ist das Ding? Da ist er. Das ist eine 890. Eine 890, juhu! Da dürften wir einiges zum Bauen haben. So. Klapp mal aus. Nee, du sollst mal ausklappen, habe ich gesagt. Eine 890 zum Abbauen ist ja auch nicht schlecht. Was ich jetzt gerne hätte, wäre Licht, aber das Licht ist immer noch so richtig kaputt. So, ich fange mal erstmal an mit normalen Abbauen. Warte mal, mit dem breiten Abbaustrahl. So, und jetzt fräsen wir uns da erstmal ein Loch rein. Und das Erste, was wir machen, wir bauen jetzt erstmal hier das Ding insofern komplett ab, dass wir uns einen kompletten SCU schnappen. Und dann zeige ich euch das mit dem Cargo Refactoring. Wir haben jetzt einen Traktorstrahl dabei. Es sieht wirklich richtig cool aus. Jetzt ruckelt sogar ein bisschen. Fräs, fräs, fräs. Es sieht richtig, richtig genial aus. Ist jetzt zu schnell. Ja, so ist cool. Mampf, Mampf, Mampf. So, ihr habt mir ja viele Sachen dazu gesagt, und zwar diese gelbe Umrandung, die ihr jetzt um das Trümmerstück sieht, das soll wohl anzeigen, wie viel Hülle in diesem Teil noch vorhanden ist. Also gelb heißt wohl noch mittelmäßig, grün heißt wohl ganz viel, obwohl ich grün noch nicht gesehen habe, und rot heißt wohl, es kommt noch was da. Wollen wir mal sehen, ob das stimmt.
Im Moment haben wir ja hier in dem Teil kaum was abgebaut. Ja. Und das Coole ist, jetzt kommt wirklich so richtig langsam dieses Multicrew-Ding durch, ja. Also, eigentlich müsste man jetzt auch in der Vulture hinten drin noch einen haben, also einen Mitspieler, der, wenn jetzt der erste SCU vollkommt, der das Ding automatisch da wegnimmt und... Hoppala. Der das Ding automatisch wegnimmt, den SCU-Container und den dann im Laderaum verstaut. Irgendjemand hat gesagt, das ist ja nur so Pseudo-Multicrew, weil man hätte dann auch ein... So ein Förderbandsystem machen können, dass das Ding automatisch in den Laderaum trägt. Warum muss man das jetzt... So, jetzt steht da Filler Station Ready. Mach das Ding nochmal aus. Filler Station Ready. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Und jetzt könnte man sagen, okay, warum braucht es da unbedingt einen Menschen? Warum gibt es da nicht ein Förderbandsystem, was den SCU da automatisch hin transportiert, ja? Einfach, weil es cooler ist. Was ist denn jetzt los? Ist kaputt? Oh, haben wir einen? Könnte ein 30k werden? You have left the channel. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Das klingt schlecht. Na, wobei, die geht auf. Wo bin ich? Da. Aber die geht trotzdem nicht auf. Nee, also, ich muss alles per Hand machen. Keine Ahnung warum. Wo kommt der her? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. So. Sieht nicht gut aus. Sieht übel nach 30k aus. Ah, den können wir bewegen. Okay. So, dann zeigen wir das euch mal. Hier, und ihr seht das ja. Also, man kann die Dinger grapschen. Ja, man kann die Dinger grapschen. Und dann tauchen so eine Dinger auf, wo die automatisch quasi reinsnappen. Ja. So, das heißt, die snappen hier zum Beispiel rein. Oder das Ding snappt da rein. Was okay ist, dass es da reinsnappt, weil wir wollen natürlich... Ich guck mal kurz, was die Leute dazu sagen. Es schien nur ein Schluck auf gewesen zu sein. Schien nur ein Schluck aufgewiesen. Und hier das Ding ist, glaube ich, automatisch aufgepoppt, weil ich quasi schon einen neuen angefangen habe. Also quasi, weil ich schon ein bisschen mehr gesalvaged habe. Ist aber okay. So. Und dieses Ding ist jetzt quasi, ist noch ein bisschen verbuggt hier und funktioniert alles noch nicht so richtig. Jetzt habe ich es gegrabt. Das hängt auch so ein bisschen, glaube ich, vom Serverstatus ab. Ob man das Ding genau erwischt. Jetzt habe ich es wieder, jetzt kann ich es wieder einsnappen lassen, ja. Also man kann auf jeden Fall jetzt das Cargo in der Gegend herumschieben, was schon mal cool ist. Man könnte es natürlich auch aus dem Dings werfen, aus dem Raumschiff, und dann könnte jemand, ein befreundeter Spieler, das einsacken mit dem Transporter. So, jetzt machen wir mal noch einen zweiten voll. Naja, der Server schluckt auf gerade so ein bisschen. Sieht gerade nicht so gut aus. Ja, kurz hier. Kurz mal ein bisschen rumhopsen, ein bisschen rumlaufen. Ich mach mal kurz die Tür auf, wer zu vielleicht. So. Jetzt geht sie nicht wieder zu. Doch, jetzt geht sie. Okay. Er schluckt auf gerade ein bisschen. Ah, jetzt komme ich auch wieder rauf. Okay, sehr cool. Da müssen wir lang. Und, gehen die Türen jetzt wieder? Nee. Okay, mach ich sie halt per Hand auf. Ich habe überhaupt kein Problem mit. So. Jetzt bauen wir mal eine zweite Kiste ab. Und gucken mal, wir müssten die auch übereinander stapeln können. So. Moment. So, einklappen. Ausklappen. Funktioniert hier irgendwas nicht. Irgendwas ist kaputt. Irgendwas funktioniert nicht. Mach jetzt an hier. Klappen wir nochmal ein. Klappen wir nochmal aus. Ah. So. Also, es sind noch einige Bugs drin, aber wie gesagt, ich finde, es sind absolut Schritte in die richtige Richtung.
bauen wir jetzt nur mal einen zweiten Container ab, um zu gucken, ob man die dann auch richtig schön stapeln kann. Fräs, fräs, fräs. Ist da was zum Abbauen? Ja, irgendwas ist da. Sieht aus, als hätte ich den kleinen Abbaustrahl, obwohl ich eigentlich den großen habe. Kann ja mal kurz wechseln. Und nochmal weg. Das ist der kleine, nochmal der große. Komm. Nee, das sieht beides wie der kleine, wie der kleine aus. Egal, dann bauen wir halt mit dem kleinen ab. Fräs. Das sieht so genial aus. So, da seht ihr, das ist jetzt rot angezeigt. Angeblich habe ich da schon den größten Teil der Hülle abgebaut. Na gut, es sieht schon danach aus, als wäre da eine Menge weg. Kann mich aber nicht erinnern, dass ich da was abgebaut hätte. Vielleicht war das ein anderer Spieler. So, über die Hälfte haben wir. Boah, was ist da jetzt passiert? Ein Loch erwischt. Jetzt hör doch auf, da drauf zu drücken, Fleck. So, komm. Also scheinbar haben sie das geändert, dass der zweite Container dann doch automatisch weitergeschoben wird oder weggeschoben wird. Was ein Kritikpunkt war, dass man den erstmal wegräumen musste, bevor man den nächsten Container anknacken konnte. Finde ich okay, fand ich vorher aber auch okay. Ich finde das in Ordnung, wenn man ein bisschen was machen muss als Spieler. So, jetzt hat er das gemacht. Ja, können wir das mal kurz ausmachen. Jetzt müssten hinten drin eigentlich zwei Container sein oder drei, keine Ahnung. Mal gucken. Jetzt hat er die Tür offen gelassen. Also irgendwas stimmt mit den Türen hier noch nicht. Aber solange ich rauskomme, wollen wir mal nicht meckern. So, jetzt müsste ich, jetzt ist der zweite Container weg, kann ich den jetzt, jetzt kann ich den angrapschen und kann sagen, okay, pack den mal da oben drauf. Ah ja, wunderbar. Und dass die da so reinsnappen in ihre Position, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil man kann, da kann man argumentieren, okay, das ist halt das, das ist halt die Mechanik, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt den unteren angrapsche? Ne, dann geht das nicht. Okay, das heißt, man muss quasi von oben nach unten, physikalisiert sind sie trotzdem, ja. Das quasi von oben nach unten abbauen. Schups. So. Finde ich okay. Also, das ist ein wahnsinniger Schritt. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dieses manuelle Cargo herumschleppen. Finde ich gut. Finde ich nice. So, wie viel passen hier rein? Ich würde mal sagen, 1, 2, 3, 4. Und dann war es das, weil hier muss ja ein Weg frei sein. Oder passen hier auch noch welche hin? Wir können ja mal kurz gucken. Komm mal her, mein Gutes da. Komm mal runter da. Passt hier einer hin? Ja. Also es passen hier im Prinzip, wie viele Container rein? 1, 2, 3, 4. Ihr könnt ja mal kurz gucken. Passen hier daneben. Da passen auch noch welche hin. Also 3 mal 6. Also unten 6. Oben 6, das sind 12. 12 SCU. Passen hier daneben noch welche hin? Nein. Also 12... 12 SCU-Container, würde ich sagen. Den haben wir nicht ganz genau getroffen. So, hier, so. Zack. Passt da jetzt hin? Ja, ich glaube, er passt irgendwie. Oh, Vorsicht. Also, ich würde sagen, ja, auch da haben wir noch... Ja, jetzt ist er da. Wie gesagt, da ist noch ein bisschen Serverschluck auf. Ich würde sagen, dann haben wir insgesamt 12 SCU, die hier reinpassen. Weiß ich nicht, was das Ding auf dem Papier hat. Auf jeden Fall funktioniert die Geschichte. So. Oder aber man macht Folgendes, man macht, sagt hier so, okay, draußen wartet dein Kumpel und sagt hier Kumpel, du fliegst bitte schon mal, nach Port Olisar und verkaufst den Kladderadüns hier, ja, zack, so. Schwupps, so, raus damit, ist alles unterwegs, sehr schön. Wenn man keine Walcher hat, dann kann man natürlich auch, gute Reise. Wir sehen uns dann später wieder. Wenn man keine Walsche hat, dann kann man natürlich auch Folgendes machen. Man kann ankommen und kann sagen, Moment, mal gucken, ob ich das hinkriege.
Man nimmt sein Handtool, geht auf Customize, nimmt das erstmal raus hier. Achso, da können wir das. Achso, ja, genau, da bauen wir so einen Container ein hier. Wobei irgendeiner hat mir gesagt, ich soll den erstmal nicht einbauen, ich soll erstmal das Ding einbauen. Dann nehmen wir also hier dieses Carbolite-Dings, was man übrigens in Lorville im Tamanis and Sons kaufen kann. Alles, also sämtliche Zubehörteile. So, und jetzt hat mir der gute Sirup gesagt, das ist alles ein bisschen verbuggt. Es ist im Moment steht es immer noch auf Traktor. Ja, wie gesagt, es ist im Moment alles etwas noch vermurkst. Eigentlich habe ich ja umgeschaltet auf. So. Hat das jetzt gemacht? Mal kurz gucken. Ist jetzt das Abbautool drinne? Es steht immer noch auf Traktor. Aber da haben wir überhaupt kein Problem. Dann machen wir mal Folgendes. Moment, ich pack das mal weg. Machen wir mal Folgendes. Dann nehmen wir uns das Ding hier weg, packen das da unten rein, packen uns ein neues Tool hier an die Seite. Ich habe ja extra ein paar Tools mitgenommen. Packen an dieses Tool jetzt dieses Ding hier, dieses ran. Keine Ahnung, was das ist. So, jetzt müsste da eins weg sein, genau. Lass uns mal gucken, habe ich es jetzt ausgerüstet. Ja, jetzt steht da Healing, was ein bisschen merkwürdig ist, weil wir heilen ja nicht. Healing heißt so viel wie Hülle reparieren. So, jetzt müsste ich aber, glaube ich, noch so eine Can, also so einen Kanister dran setzen. Was jetzt überhaupt nicht geht. Jetzt hakt es gerade ganz gewaltig. Jetzt murks irgendwas. Da kann ich überhaupt nichts, dann nehme ich mir das einfach weg. Nee, geht auch nicht. Kann ich das da reinbauen? Nee, geht auch nicht. Geht gerade gar nichts. Machen wir mal so. Ja, dann nimmt das Ding wieder raus. Interessant. Ja, das bisschen was verbuggt, ne? Merkt man, glaube ich. Gar nicht, überhaupt kein bisschen. Das Ding ist quasi komplett immateriell gerade. Ich kann es überhaupt nicht angrapschen. Okay. Healing. Interessant. Ich würde sagen, auch da funktioniert etwas noch nicht so richtig. Da funktioniert etwas noch nicht so richtig. Also theoretisch ist die Geschichte so, dass wir dieses Ding ausrüsten können und können dann da draußen. Das klappt manchmal und manchmal auch nicht, wie jetzt gerade. Jetzt ist das gerade komplett immateriell hier. Jetzt kann ich hier gar nichts machen im Moment. Jetzt habe ich darauf geklickt, das wollte ich jetzt gar nicht. Kann er nochmal raushopsen. So. Wo ist mein Raumschiff da? Jetzt hat er es weggepackt. Warte mal, vielleicht klappt es jetzt. Aha! Fragt mich nicht, was das war gerade. So, jetzt ist das Ding drin. Jetzt machen wir mal hier und setzen mal. Warte mal, jetzt könnte es. Es hat aber lange gedauert. So, jetzt gehen wir mal auf B. Immerhin können wir es wieder wegstecken. So, Healing. Wenn wir jetzt auf B drücken. Ah ja, guck mal, dann haben wir, das switcht er da. Repair, Healing, Repair, Healing. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, ja? Repair, Healing. So, ich gehe mal auf Repair, Healing, Repair. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir da jetzt noch was dran setzen. Und zwar müssen wir jetzt noch diese Can dran setzen. Wie gesagt, das ist alles noch nicht so in Tüten. So. Back. Egg. So, jetzt haben wir Healing, was natürlich nicht stimmt. Und jetzt müsste ich theoretisch an diesem Wrack da manuell was abbauen können. So, nochmal. Repair, Healing. Okay, mal gucken, ob wir da was abbauen können. Wie dicht müssen wir da ran? Also
Also ihr seht da schon die Anzeige oben rechts, ne? In dem Container müsste Platz sein. Jetzt haben wir Repair. Ist Repair besser? Nein, Repair ist auch noch nicht. Kanister empty. Natürlich ist der Kanister empty. So, jetzt klappt das Healing nicht mehr. Also das ist alles noch ein bisschen kaputt, ne? Ihr merkt das. So, im Moment bin ich angeblich im Repair-Modus und ich glaube, Healing wäre das, wenn ich dann hier was abbaue. Wir können ja nochmal kurz wegstecken, das Ding. So. Da ist mein Schiffchen. So, ich habe mal kurz gewartet. Jetzt packen wir es nochmal aus. So, Repair, Healing. Ich mache nochmal einen Inspektionsmodus. Guck nochmal, ob wirklich das drin ist, was drin sein soll. Ja, angeblich ist so ein Tool drin hier, also so ein Kanister. Ihr seht es ja, ja. Can ist drin. Was haben wir hier? Da haben wir auch das Abbautool. Also das stimmt alles, das ist alles in Ordnung. Die Anzeige funktioniert. Au, 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 au. So, jetzt ist der Kanister empty. Jetzt schalte ich mal um auf. Jetzt geht es schon wieder nicht. Nochmal weg. Nochmal rausholen. Kanister ist empty, weil er schon wieder auf Repair umgeschaltet hat. Jetzt steht er auf Healing. Jetzt müsste ich theoretisch abbauen können. Aber geht nicht. Okay. Eventuell stelle ich mich noch zu blöd an. Ich habe bei einigen Leuten gesehen, dass es geht. Ich habe da auch noch so eine Anzeige, ne? Hier, das ist jetzt im Moment so eine Anzeige, da ist alles grün. Aber nichtsdestotrotz geht es. Rechts müsste auch alles klappen. Da habe ich das, was ich salvagen möchte. Container ist leer, also 0%. Also, das lange Rede, kurzer Sinn, das mag er noch nicht. Es funktioniert, wie gesagt, das ist alles noch rudimentär in Aktion. Da hinten treiben übrigens meine zwei Container. Dasselbe müssten wir übrigens mal ausprobieren mit der Reclaimer, wo das wohl auch schon funktionieren soll. Jetzt könnte man mit diesen Container wohl zurückfliegen und die verkaufen. Wollen wir das eigentlich mal machen? Warte mal, ich wechsle nochmal kurz das Tool aus. Das hier funktioniert ja leider noch nicht so ganz. Nehmen wir nochmal kurz das Traktor-Tool hier. Funktioniert nicht. Warum kann ich mir das nicht an die Hüfte packen? Pack dir das an die Hüfte, verdammter Mist. Wo ist das denn jetzt? Wollt ihr mir jetzt hin? Ihr packt ans Bein. Das ist okay. Ans Bein. Kann ich es jetzt ziehen? Naja, es geht. Okay. Das ist ja so ein Traktorstrahl. Warte mal, jetzt fangen wir uns die Dinger wieder ein. Hui, komm mal mit hier. Wo ist mein da? Ah! So. Kann man das da jetzt irgendwo reinsetzen? Nee, erstmal setzt man es rein und dann snappt man es wahrscheinlich ins Cargo Grid. Hui, ja, hui ist so eine Sache. So, rein da. Roms, Schepper. Platsch, ja, wunderbar. Steht jetzt wieder auf, komm. So, können wir das jetzt ins Cargo-Grid snappen? Ja, sehr cool. So. So, da sitzt es. Machen wir hier mal wieder zu. Also das Hand-Salvaging hat jetzt leider nicht so geklappt. Aber ich hoffe, das wird natürlich noch geändert. Ah, jetzt geht die Tür auch wieder. Sehr schön. Und soweit ich das gesehen habe, habt ihr mir gesagt, dass man das wohl nur bei TDLC verkaufen kann? Oder keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was wir jetzt hier an Bord haben. Da müssten wir mal gucken. Wollen wir noch einen Container voll machen? Können wir eigentlich mal machen, ne? Machen wir noch einen voll. So, komm.
Das ist wieder ein kleiner, ja, ist wieder der kleine. Komm mal bitte den großen voll machen. Hier so. Passiert da was? Irgendwas baue ich da ab. Ich fürchte allerdings auf der anderen Seite, bin mir nicht sicher. Fräs, fräs, ah, okay. Na. So, also ihr habt mir gesagt, ich soll mich mal, ich soll mal hier zum Beispiel in Lorville bei der, wie ist das, bei der großen Börse, soll ich mich mal umgucken. Da kann man das wohl gut verkaufen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich drücke hier immer auf den falschen Knopf, tut mir leid. Collision Alert. Baue ich da gerade auf der Rückseite ab oder was baue ich da gerade ab? Ruckel, ruckel. Da kann ich, glaube ich, nichts abbauen. Naja, das sieht gut aus. Oder kommt da was dazu? Irgendwie nicht. 017, 018. Komm, ich will was abbauen hier. Da bauen wir was ab. Vorher war irgendwie falsche Anzeige. So, dann gehen wir mal ein bisschen nach oben auf die andere Seite. Da sehen wir einfach mehr. Wow. Hier, da sehen wir doch einiges, was wir abbauen können, oder? Jo, das sieht besser aus. Fräs. Alles mit dem Hand-Salvaging wurde mir auch schon gesagt, dass das wohl noch recht vermurkst sein soll. Die Anzeigen waren ja auch noch nicht richtig. Ich meine, die schwanken zwischen Healing und Repair. Es gibt beides keinen Sinn. Mit Repair kann man dann wohl, wenn man dann Material da drin hat, sein eigenes Schiff wieder reparieren, also die Hülle wieder heile machen. Aber da mein Schiff im Moment ganz ist, brauche ich da auch nichts heile machen. Fräs. Fein macht er das. Oh, wie gesagt, den einen mache ich noch voll und dann fliegen wir mal zurück und gucken mal, was wir dafür kriegen für den Murks. Ich nehme jetzt schon wieder viel zu lange auf. Das heißt, ich sage hier erstmal danke fürs Zusehen und wie ich das Zeug abliefere, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi! Juhu, er ist voll! Ist er voll? Ich sehe es nicht.